Ahoi und herzlich willkommen bei Medium Imperium und willkommen zurück bei Martha is Dead, Episode Nummer 4. Zum Ende der letzten Episode haben wir die Kameras geborgen sozusagen vom See und wollten dann eigentlich schauen, was dort auf den Film zu sehen ist, ob dort irgendwie irgendwas Übernatürliches zu finden ist. Sind wir allerdings, ein Geist begegnet, wahrscheinlich von einer weißen Frau. Und dann wurde es alles ein bisschen abgefahren, bis krass abgefahren, bis dann Julia wieder aufgewacht ist in ihrem Zimmer und alles nur ein Trauma. Jetzt schauen wir mal, was davon Wahrheit und was Traum war. Wir gehen direkt rein. Talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, no, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those roles. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. It's July 19th. Okay. Was aber noch interessant zu wissen wäre, ist, was sich in Julias Dings verbirgt. Beziehungsweise in Marthas Dings verbirgt, hier in der Schatulle. Müssen wir Ausschau halten. Wie ging das noch? Mit dem Inventar hier. Hallo? Kann ich offensichtlich gerade nicht drauf zugreifen. Okay. Hätten wir mal gucken können, ob da irgendwie ein Schlüssel passt. Aber, ja. Ach, okay. Ist natürlich alles in der Tasche. Die Tasche hängt an der Tür. Alles klar. Da doch, aber ich habe auch nichts, ne? Nee. Gut. Objectives. Objectives, Objectives. Wo geht denn das? Hallo? Da doch. Bla bla, abgehakt, abgehakt. Die Zeitung. Lies die Zeitung vom 19. Juli. Okay, das muss ich jetzt natürlich jeden Tag machen, weil Martha das immer gemacht hat. Okay, Lampe habe ich erledigt, Haustür habe ich erledigt, jo. Kameras am See. Entwickle die Filmrollen. Auf den Tag vorbereiten. Das Badezimmer ist neben dem Schlafzimmer. Okay, das werde ich dann erstmal tun. Ich werde mich erstmal waschen. Direkt hier oder... Okay, bitte. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. So, ich werde wieder Marthas Klamotten natürlich anziehen. Damit ich nicht auffalle. Ja, gestern hatte ich dieses Sommerkleid hier an oder dieses Sommerdings. Ja, gehen wir mal von links nach rechts. Ja, und ich stinke hier rumlaufen, ne? So. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Oh ja, wo war das denn? Das stand hier im Flur, ne? Hoffentlich werde ich dabei jetzt erwischt von irgendwem. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo. I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly?
He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny, who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards, they are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Okay. Pass up, die Tarotkarten. Die versuche ich gleich mal mit zu besorgen. Im Zimmer meiner Eltern. Ja, das war ja oben. Gleich die Zeitung lesen, nicht vergessen, damit ich nie auffalle. Oh, richtig viel zu tun hier heute. Richtig viel zu tun. Die Lampe. Achso, das habe ich doch alles. Achso, okay, das ist noch nicht abgehakt, weil der Oberpunkt Kameras am See noch nicht abgehakt ist. Okay, pass auf. Erstmal nicht auffällig verhalten, würde ich sagen. Ich gehe erstmal die Zeitung lesen. Komm. Gehen wir erstmal die Zeitung lesen. Und, okay, von wo hat die Mutter angerufen? Wo gibt es da noch Telefone? Das war unten, ne? Unten in der Leichenhalle war auf jeden Fall eins. Oder so, also Leichenhalle in Anführungsstrichen, ne? Dort, wo Martha im Moment aufgebahrt liegt. Also, die Zeitung. Weil Martha sie immer gelesen hat, müssen wir das jetzt auch tun, damit wir nicht durchfallen. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Okay. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Das haben wir eben gelesen. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Ponheber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Okay. Zeitung gelesen, ausgezeichnet. Ja. Ich will erst mal nach den Tarotkarten suchen. Glaube ich. Ich gucke mal, wo die Mutter ist. Ah, hier ein schönes. Oh, noch eine Kamera. Boing! Ah, neue Kameraskin. Okay, ja. Ja. Da ist der Keller. Oh, jetzt kriege ich hier gleich wieder Copyright Infringement, weil hier das Lied läuft. Ich nehme mich beim ersten Video. Kannst du natürlich ja nicht rausschneiden, weil dann natürlich der ganze Ton verloren geht. Deswegen verziehe ich mich mal. Ich hoffe, es ist jetzt leise genug, dass YouTube das nicht mehr hört. Hier läuft das Radio auch. Prima. Gut, dann kriege ich halt wieder Ärger. So. Ich guck mal ganz geschmeidig nach oben, was da so abgeht. Oh, dann haben wir jetzt hier noch was. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops.
new ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Artori. Telephone number 1185. German armed forces have on the street. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, so, Tarotkarten. Romola, 15th of July, 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Pervitin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Okay. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Okay. Das ist ja alles interessant hier. This is Mummy's jewelry. She wears them every day. Even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Das ist ja alles interessant. Martha hat behauptet, Julia wäre schwanger, aber wir haben ja also am Ende der letzten Folge gesehen, dass dort die Person, die dort lag, ja offensichtlich irgendwie dabei war, selber schwanger zu sein. Das ist alles ein bisschen verwirrend hier. Interessant. Ich behalte mal meine Gedanken noch ein bisschen für mich. Will jetzt irgendwie mich selbst auch nicht auf die falsche Spur bringen, aber das ist alles. Ja. Okay. Ja, das lasse ich jetzt erstmal hier. Ich Tarotkarten benutzen. Finde den Schlüssel. An ihn war ein rosa Schlüsselanhänger befestigt. Oh ja, warte mal. Da will ich noch mal kurz gucken. Hier ist auch so ein Schlüsselding.
The keys to my old room are not here. Where are they? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die hier oben sind. Ich habe hier eben auch nochmal geguckt. Das könnte natürlich nochmal aufschlussreich sein, wenn ich nochmal in das alte Kinderzimmer reinkomme. Möglicherweise, dass es da noch ein bisschen Infos zu holen gibt. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie linear dieses Spiel ist oder wie gescriptet das alles ist, ob man dem Ganzen nachher noch irgendwie auf die Spur kommt. Ich hätte ja eben auch nicht ans Telefon gehen können zum Beispiel, ne? Dann hätte ich das alles nicht mitgekriegt mit den Tarotkarten, dann wäre ich nicht nach oben gegangen, hätte die Notiz nicht gefunden über den Schlüssel. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auch zu Ende gehen kann, ohne dass ich das Zimmer betrete. Das ist, ich gehe davon aus, das wird nicht, das ist nicht Voraussetzung dort. Kann ich hier nochmal im Kleiderschrank gucken? Da sagt sie wahrscheinlich, nee, ich habe schon Klamotten an. I'm already dressed. Ja, yep, habe ich mir gedacht. Gute. Oh. Nanny will be visiting me soon. Okay. Gut, vielleicht ist der Schlüssel zum Schlüssel auch der Schlüssel. Ja, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Warum sollte mein Kinderzimmerschlüssel in der Truhe von Martha liegen? Ergäbe auch keinen Sinn. Ich werde mal weiter Ausschau halten. Ich gehe jetzt erstmal den Film entwickeln. Das könnte nochmal aufschlussreich sein und das wollten wir ja eigentlich auch in der letzten Folge schon machen. Dann haben wir allerdings ja mit dieser super unheimlichen, ja, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, Erfahrung abgeschlossen, die Folge. Was auch ganz okay so war. Ich brauchte dann noch die Pause. So, aber jetzt erstmal den Keller wiederfinden. Wo sollte man so einen Schlüssel aufbewahren? In der Küche sicherlich auch nicht, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwo irgendwie... liegt die hier immer noch rum, nur meine Herren. Oh, oh. So, Film entwickeln. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ihr wissen will, was es darauf zu sehen gibt. Aber ich denke, das wäre etwas, was man machen müsste in diesem Spiel. Hier noch irgendwie irgendwas Schlüsselartiges, was wir ran können. Da liegt ein Handy, okay, alles gut. 1944, alles gut. Da liegt ein Apple. So. Quatsch beiseite jetzt. Jetzt wird's eventuell ernst. Okay, ich habe nichts gedrückt. Ja. Der Kassettenrekorder. Ah, okay. Was ist das hier für ein Kram? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. I have found what I need to take infrared photos. Okay, das war aber auch noch nicht hier beim letzten Mal, oder? With this lens, everything gets bigger. Alright. With this lens, I can shoot very close up. Blue filter, ideal for indoor photos. Okay. Red filter for super high contrast photos. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Okay, habe ich das beim letzten Mal übersehen? Nein. Das ist ja Quatsch, oder? I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia! You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I have already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way. Come on. Didn't you want to study singing anyway? No. I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go.
Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Kannst du mich ausstellen? Nachher kommt mir noch einer auf die Schliche hier. Das wäre ja. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Kann ich mir halt kaum vorstellen, so, ne? Die habe ich schon entwickelt. Und das sind jetzt ja relativ viele Fotos auch, ne? Ich werde jetzt erstmal die entwickeln. Da, wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass da was zu sehen sein wird. Und dann schauen wir mal. Kartenposition, okay. To shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Okay. Martha, wie sie Julia gerettet hat. Oder Julia, wie sie Martha gerettet hat. So rum natürlich. Oh. Gut, dieses Infrarotzeug hätte ich natürlich gebrauchen können, diese Infrarotlinse, als ich da wild in den Wald fotografiert habe. Denn so wird man da natürlich nichts drauf sehen. Aber egal, guck mal, da ist noch was zu sehen. Das werde ich doch nochmal.
So, boing, ich werde jetzt auch gar nicht hier so versuchen, so perfektionistisch zu sein wie beim letzten Mal. Irgendwie, dann nochmal links, rechts, links. Versuchen zu schieben. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Mhm. So, machen wir weiter. Da kommt ja nochmal ein Böller. Irgendwas, was wir noch nicht wussten, zum Beispiel. Das habe ich entwickelt. Ist natürlich die Frage, soll ich die auch entwickeln? Ist da vielleicht irgendwo noch was zu sehen? Was dann nur auf dem entwickelten Foto zu Gesicht oder zum Vorschein kommt. So, hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Zack, nehmen wir direkt so. Here I was running toward the pier, just as I remember. Okay. Ich entwickle die anderen jetzt auch noch eben, ne? Also falls da irgendwie was drauf ist. Da gehe ich fast von aus. Das kannst du jetzt ja, also ich würde fast sagen, eigentlich nicht gewesen sein. Oder es ist halt einfach auch nicht aufschlussreich am Ende. Kannst du natürlich auch einfach haben. Da. Zack. Bin gespannt, wie das alles weitergeht. Es ist wirklich einfach, natürlich von den Horroraspekten ist es natürlich einigermaßen leicht vorhersehbar, so mit der mit der ausgehenden Gaslight beim letzten Mal, das war natürlich arschklar. Jetzt muss ich sagen, in puncto Story ist schwer vorherzusagen, muss ich sagen. Oder vielleicht bin es auch nur ich. Vielleicht habt ihr es ja alle schon durchschaut. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ja? Falls ihr schon eine Idee habt, was hier so abgeht. So, jetzt merken, welche ich schon entwickelt habe, ne? Jetzt habe ich ganz rechts, also das, zeitmäßig erste, das habe ich entwickelt. Ja, komm. Nützt wahrscheinlich nichts. Ich werde einfach gucken müssen, ob einfach irgendwie irgendwo irgendwas drauf ist, was da vielleicht nicht drauf sein sollte. So eine Fratze von einer weißen Frau oder so. Wie gesagt, ne? Erspart mir bitte Jumpscares. Wenn sich so eine Angst aufbaut, okay, schlimm genug. Aber wenn sie plötzlich kommt, bin ich voll kein Fan von. Schwein gehabt. Jetzt natürlich super Timing gewesen, ne? Wenn dann nämlich da die, so eine Fratze angelacht hätte, wäre es noch aus dem Foto gesprungen und so. Hätte die alle was zu lachen gehabt.
Ja, ich würde sagen, eins entwickeln wir jetzt noch und dann gucken wir uns, dann mache ich den Rest off-camera. Und wenn es nichts mehr zu gucken geben sollte, dann werde ich das einfach wegschneiden. Weil jetzt die ganze Zeit hier allem beim Film entwickeln oder beim Bilder entwickeln zu gucken, ist ja auch nicht das allerhöchste der Gefühle, oder? Und vielleicht seid ihr schon so gespannt wie ich. Fragt euch. Ob was Gruseliges passiert. Ich hab Angst. Das ist es doch. Das ist es doch. Jetzt. Bah! Nee, doch nicht. Okay, ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache, wie gesagt, off-camera ein bisschen weiter. Wenn es nichts mehr zu sehen gibt, dann nicht. Wenn da noch was passiert, kriegt ihr es natürlich zu sehen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst immer gerne einen Kommentar da, wie ihr das Spiel findet, wie ihr das Format findet, ob sowas vielleicht in Zukunft nochmal passieren soll, irgendwie, ob es feiert, mich Horrorspiele spielen zu sehen. Und ja, immer gerne ein Abo da lassen, damit ihr nichts mehr verpasst von den nächsten Folgen Martha is Dead und auch sonst nichts, was so auf dem Kanal hier läuft. Wir haben ein paar Reviews, wir haben ein bisschen Dit und Dat, Flugsimulator, ein paar Spielevorstellungen, so aus dem Game Pass, aus PS Plus Titeln und so weiter. Seid ihr da immer up to date und dann bis dahin macht's gut. Bis bald, adios und ciao, ciao.